Ja, herzlich willkommen. Teil 2 zum Sachverhalt Motorprobleme mit dem Specialized Kinevo. Ich habe ja Probleme im Antrieb. Wenn ihr Infos dazu wollt, was genau der Hintergrund ist, ich blende euch eine Infokarte ein. Da könnt ihr das letzte Video dazu sehen. Ich habe das Fahrrad jetzt zu meinem Händler geschafft, zum Specialized Händler. Da ist auch jemand aus der Werkstatt sofort Probe gefahren. Da war Gott sei Dank das Problem zu erkennen. Laut ja, seinem Statement hatten Sie das Problem so noch nicht mit so einem Bike? Ja, aus dem Forum habe ich ja schon oft gelesen, dass es das schon öfters gab. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Variante 1, die würden wohl das größere Ritzel entmagnetisieren. Da machte mir aber keine wirklich große Hoffnung, dass das funktioniert. Variante 2, es wird der Motor eingeschickt. Das funktioniert bei Specialized so: Es wird ein Ticket gezogen. Die Bearbeitung vom Ticket dauert 2-3 Tage. Und danach steht fest, zu welchem Datum der Motor eingeschickt werden kann. Problem an der Geschichte: Es ist Sommer, es ist Ferienzeit, da hat er mir schon gesagt, das wird wohl sich ein bisschen länger ziehen, leider. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, wann der Anruf kommt, wann der Motor eingeschickt wird und wie es dann weitergeht für mich. Übrigens interessant, weil ich im Forum oft die Frage lese: Blevo App, ja, nein, vielleicht. Das war auch die erste Frage von meinem Händler, ob ich die Blevo App genutzt habe. Wenn ich das bejaht hätte, was ich Gott sei Dank nicht habe, lediglich die Mission Control App. Wenn ich die Blevo App benutzt hätte, dann wäre das wohl schon wieder ein Ausschluss für die Kulanz und für die Garantie. Ich halte euch auf dem Laufenden, wie es weitergeht. Ich hoffe, dass ich bald mein Bike wieder habe, auch wenn es jetzt gerade regnet. Aber wir wollten eigentlich noch einen Trip nach Österreich machen. Ich bin gespannt, ich halte euch auf dem Laufenden. Bleibt dabei, abonnieren. Denkt an die Glocke, dann kriegt ihr sofort Bescheid, wenn das nächste Video online kommt. Und ja, euch trotzdem noch einen schönen Tag. Ciao.